Yeah, I'm looking good. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Serious Sam HD, heute mit einem Gast. Wen haben wir denn heute hier? Mohammed Ali. Mohammed Ali, ja. Trotz Parkinson mit der Waffe immer noch ein ganz großer. Absolut. Stich wie ein Schmetterling und fliegt wie eine Biene. Nee, andersrum. er fällt wie ein Stein und zappelt wie ein Aal, ja. Heutzutage. Nein, Alex Vendetta hier, hallo. Genau, einmal der Alex von Vendettas Homebase und dann geht's auch direkt los. Jawohl, fortsetzen. Ich war ja total süchtig, als der Zombie hier damit angefangen hat und ich wollte unbedingt. Weil ich habe das nie, also das HD-Ding habe ich nie großartig gespielt, nur die alten Teile natürlich. Wo bist du denn? Ich bin unter Wasser gewesen, ich habe Raketen gesammelt. Moment, ich muss an das Spiel. Das nehme ich einfach mal mit auf. Ich mache das Spiel mal ein bisschen leiser, weil ich höre dich kaum. Okay, meine liebevolle Stimme. Deine liebevolle Stimme, ja. Wir brauchen so, nicht so laut. Für Sound. Meine Zuschauer natürlich wird das hier ein einstündiger Part, wie immer. Genau, eine Stunde mit, da bin ich dann der Gast. Ne? Sozusagen, ja, genau. Wir gastieren gegenseitig. In deinem Gasthaus aber. In meinem Gasthaus. Zum verrückten Eber. Achso, die das Spiel kennen, wundert euch nicht, das ist jetzt hier Level 3? Oder welches Level ist das? Die Oase. Das müsste schon 4 oder 5 sein. Also auf jeden Fall ist es nach Tal der Könige, wo ich zuletzt war. Ey! Ja, das fängt ja gut an hier. Das fängt ja richtig gut an. Kaum sind wir da, ist der Tatsu auch schon da. Ja. Hallo Tatsu! Das ist jetzt der Tatsu-Dämon ab sofort. Und da liegt er. Da liegt er, das ist aber leicht. Viel zu leicht. Oh, ach, was willst du überhaupt? Ein hässlicher. Aber ich weiß gar nicht. Tatsu sind, genau bei dem Vieh ist er bei seinem letzten Part kleben geblieben und immer wieder krepiert. Bei Teil 3, ne? War da ja, was? Ja, bei Teil 3. So. Das war da, wo auch diese ganzen Clear-Skelette kamen auf diese... Ja, weiß nicht, wo dieses Häuschen in der Mitte stand, ne? Weil ich muss schon sagen, ich find's ja jetzt schon wieder endlos geil. Einfach nur blöd drauf, Häuschen, nicht nach. Das ist ja das Geile an dem Spiel. Ich mach alle Teile. Nach und nach, ist doch nur nebenbei, aber ich mache alle. Ja, da kannst du auch gerne, wenn du Serious Sam The Second Encounter hast, auch gerne vorbeischauen, wenn du noch möchtest. Nicht, aber gib mir 2 Stunden. Ich find's jetzt schon wieder so großartig, weil's so dumm ist. Oh, herrlich. Kennst du Will Rock? Das war Serious Sam. Ich hab mal nur die Demo gespielt. Das ich muss mal den Ton auch bei mir lauter machen. Also du hast leiser, ich muss lauter. Was ich auch geil fand, war Painkiller damals. Ja, natürlich. Painkiller mit diesen Riesenflocks, wo du die Leute dann an die Wand so... Ja, das war voll geil. Zumindest, wenn man die Uncut hatte, ne? Ja, natürlich. Ich denke mal, du bist reingegangen, ne, in die Pyramide. Nö, oder? Ich habe noch hier Munition und eine Rüstung gefunden. Aber irgendwie sind hier schon... Also, du bist auf der anderen Seite wohl runtergegangen, weil hier kommen irgendwelche Viecher. Ich bin noch gar nicht drin. Ach, du verarschst mich doch hier! Ich hab hier draußen noch Munition eingesammelt. Ja, ja, und ich putze hier. Servus. Oh, ich mache ihn hier schön sauber. Ah, putze mir sauber. Oh, sehr... Ja, so sind die Let's Player eloquent wie eh und je. Und natürlich multilingual. Ja, ja, das ist schon... Das ist die Sprache von Mordor, ja? Ja, I'm orgisch. You are orgisch. Orgisch kommt von Orgi, oder was? Ja, war ich im Leistungskurs. Oh Gott, und das ohne Alkohol. Wo ist mein Wodka? Du wirst kaum glauben, ich habe hier Bier, aber davor steht ein ganz großes Malz. Also ich trinke momentan hohes C. Oh, Werbung. Oh, ja, das ist nicht gut. Malzbier vom Aldi. Oh, ist auch Werbung. Ein No-Name Vitamingetränk trinke ich. Aber du hast Friendly Fire, gehe ich mal von aus ausgemacht, ne? Mal ausprobieren, mal gucken. Ja, scheint so. Ich verfall mal hier so ein paar Granaten. Ja, kost tu das. Ja nix hier, kost ja nix. Ich bin ja mit dem Joypad. Ochsenfrösche aus der Bibel? Ja, klar. Ich denke mal. Okay.
Oder was gab es da noch irgendein Spiel, was das hat mich auch total in Serious Sam erinnert. Aber egal. Hast du Teil 2 eigentlich auch gespielt? Warte, ich muss gleich wieder leiser machen, ich hab's so laut gemacht. Teil 2 habe ich damals gespielt. Das ist ja, glaube ich, das abgefahrenste von allen. Ich hab's noch sehr, sehr krank in Erinnerung, ja? Ja, wo du diese Dimensionen reißt, dann irgendwann diese Gnome, denen du hilfst und hast nicht gesehen, ja? Also das Schlimmste. Verdammt lange her, wann kam denn das raus? Zwischen Second Encounter und Teil 3. Ja, sehr gut. Und ja, hast du jetzt nicht ungefähr im Kopf? Ich glaube 2005 oder 6. 2005 oder 6. Option, ich muss ein bisschen leiser machen, ey, das kann Mama, nicht es kam sein. Raus, da war, Mama, da hab ich, weiß in welcher Wohnung ich gewohnt habe, ja, es müsste auf jeden Fall zwischen 2.6 und 2.8 gewesen sein. Ich weiß auch, in welcher Wohnung ich gewohnt habe, aber ich weiß nicht, welches Jahr das war. Ich weiß nur noch, wie viel Alkohol es zu diesem Zeitpunkt gab. Verdammt, jetzt habe ich doch Werbung gemacht, vor der Kamera getrunken. Das muss ich unkenntlich machen. Ach ja, du hast ja Fressecam. Ja, genau, Fressencam. Weil ich Sadist bin. Ja, ja, mach mal, dass du Portal hochlädst. Ah! Was soll ich? Dass du Portal hochlädst. Ja, Portal ist oben. Echt? Hab noch gar nicht... Es ist nur nicht freigeschaltet. Buhu. Ja. Ich wollte doch mal wissen, was ihr gelästert habt. Nein, nur Gutes, Jürgen. Ja, deswegen hast du es auch noch nicht, bevor wir spielen, freigeschaltet. Nein, ich habe es nicht freigeschaltet, weil ich gerade erst nach Hause gekommen bin. Stimmt, ich habe dich ja gehetzt. Ja, absolut. Du warst ja auch nur über eine Stunde zu spät, ne? Ja, ich habe auch noch nicht mal alle Chicken McNuggets hier gegessen, die hier links neben mir liegen. Oh, schon wieder Werbung? Oh, Alle, panierten Hähnchenteile. Panierten Hähnchenteile von einem amerikanischen Franchise-Unternehmen, das dafür gesorgt hat, dass Amerika industrialisierte, scheiße, ich krieg's nicht hin. Industrialisiert? Was? Ja, die Nahrungsproduktion, dass die industrialisiert wurde. Ja, das war schon wieder ziemlich eloquent. Ja, ich habe vor kurzem eine richtig gute Dokumentation darüber gesehen. Über den Ronald, den Clown. Ja, genau. Ronald. Wir reden also, falls sich jemand fragt, wir reden über das Restaurant zur Goldenen Möwe. Sehr gut. Ja, genau. Und da ging es darum, dass die ja dafür gesorgt haben, dass alle Brötchen gleich aussehen müssen und alle Fleischstücke gleich groß sein müssen. Und das Schockierendste eigentlich war, dass ein Pellet, sag ich mal, für so einen Burger, ne? So eine kleine dünne Platte, meistens aus 10.000 Rindern besteht. Ja, was wir halt so am Boden noch finden, wenn das Rind verarbeitet wurde, ne? Aber danach habe ich 2 Monate nicht mehr von der Möwe gegessen. Aber jetzt und danach war die Gier wieder zu groß, ne? Ohne Scheiß. Nee, heute war es wirklich der Zeitdruck. Ich dachte mir, auf dem Weg, da liegt noch ein Möwendrive, ne? Ja. Warst du einem beim Möwendrive-In? Das ist das beste Pseudonym. Die Pornoindustrie für sich entdecken. Wieso? Mösendrive-In. Mösendrive-In, ja. Das ist noch besser als Indiana Jones. Ganz genau. Oder 21 Hängebusen flogen über Leverkusen, ist auch gut. Ich bin ja großer Fan hier von Neo Paradise und hier von Joko und Klaas, als sie noch cool waren. Und da gab's hier dieses Porno-Ping-Pong, kennst du das? Nee, gar nicht. Da sind sie beide in der Videothek und lesen sich gegenseitig Pornotitel vor und wer lacht, verliert. Und einer der ersten ist dann so Helikoptermann 2, die Rückkehr des Kreiselfickers. Ich hätte jetzt schon verloren, ne? Das ist total gut, oder? Ganz geil ist auch so die Überschrift bei einem Film, da steht, dieser Film macht betroffen. Alt und hässlich 2. Bratzen-Omis auf dem Flohmarkt oder so, ich weiß es nicht mehr. Und das ist großartig. Ich habe mal in so einem verdammten Shop drin gestanden und habe mir dann mit einer Bekannten, wir haben uns die ganzen Titel auch mal vorgelesen. Das war ja auch Weltklasse. Und da gibt's ja auch Weltklasse, das mit einer Frau zu machen. Ja, gell?
Ja. Sympathisch. Ja, die sagen Möse ganz anders als wir. Die Mumu. Kugelschlecke 2. Kugelschlecke 2. Kugelschlecke 2. Da gibt's doch so eine, so zwei Bücher inzwischen schon mit lustigen Pornotiteln, die veröffentlicht wurden. Stimmt, da hast du recht, der Typ war auch mal bei Joko und Klaas und hat sein Buch vorgestellt. Wie ist die nochmal? Cumshots, glaube ich. Oh, jupp, das kann sein. Uah, yourself. Aber ich verstehe mal nicht, was die Deutschen davon haben, dass sie das... Warum muss das unbedingt Englisch heißen? Weißt keine ich Ahnung. Ich finde es auf Deutsch, finde ich es viel, viel attraktiver, das Wort. Ja, das muss Deutsch sein! Deutsch! Eine schöne Gesichtsbesamung! Und wenn wie war du das? Sagt, ich liebe dich, dann hast du die richtige Frau. Ein Bekannter von mir, der übrigens auch Alex heißt. Das sind die Besten. Der arbeitet in einer Spritzerei. Und da ging es dann auch, erster Abspritzer Strack. So, was spielen wir hier nochmal? Red? Nee, Red war es nicht. Das Schöne an dem Spiel ist, du brauchst eigentlich nicht nachdenken. Du kannst dich über allen möglichen Scheißen halten und musst einfach nur auf die Feuertaste hämmern, ne? Wie, stopp mal, man muss davon auch mal wieder runtergehen? Wie, Moment, was, wie, was? Ja, hier einfach Tesafilm drüber, dann ist gut. Ja, das geht auch mit Parkinson noch, das Spiel. Parkinson mit halbseitiger Lähmung funktioniert alles. Ja, Parkinson ist schon so ein geiler Move, ne? Da kriegst du in der Disco echt jeden. Ja, dann tust du endgültig bescheuerter als Joe Cocker tanzen und schlechter als Bob Dylan singe ich sowieso. The summer in the city. The summer. Oh Gott. Du willst nicht zufällig First Encounter mit mir zu Ende aufnehmen? Lieben gern. Wenn ich aber noch ein paar Abonnenten behalten will. Nein, scheiß drauf. Weil sie dir abonnieren dich jetzt alle? Alle. Alle? Alle. Ah, solange die Hälfte zu mir kommt, ist das in Ordnung. Mini-Tatsu, wie süß. Das ist aber Goro, das ist nicht Tatsu. Ja, das ist ein Goro, ja. Das ist ein Kronk da oben. Jo. Oh, ich schieße Kugeln auf euch. Die Waffe lame gerade echt ein bisschen. Hä? Die Waffe hier, diese grüne Laser. Ja. Irgendwie fehlt ja der Bums. Ich finde die voll geil. Ja, ich brauche jetzt was Shotgunniges. Ich brauche die Minigun. Oder hier mal ein bisschen. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was Serious Sam ist, meine lieben Abonnenten. Und spätestens jetzt wisst ihr es. Also mehr kommt da auch nicht. Also die Story in einem Satz. Aliens wollen die Erde erobern und ihr haltet sie auf. Wie, stopp mal, das sind Aliens? Ja, die kommen aus irgendeiner anderen Dimension. Jetzt habe ich schon mehr als einen Satz erklärt. Ja, aber ich dachte jetzt, das sind ägyptische Reittiere. Das jetzt. Das sind die Reittiere, die aus der Gruft wieder entsteigen, die vorher mit dem Pharao begraben wurden. Das sind so Mumienreittiere. Jetzt kann man natürlich auch ein bisschen hier so Verschwörungstheorie-mäßig und so unterwegs sein und sagen, ne, Pyramidenbau, hier so Stargate, ne? Ich meine jetzt nicht die Scheiß-Serie, sondern der Film von hier unserem guten Deutschen in Amerika. Wie heißt er? Roland Emmerich. Genau, der bekannteste deutsche Schwule. Nach Hitler. Ja, aber Hitler hat's nicht zugegeben. Ja, aber... ja. Und Hitler ist auch erstmal kein Deutscher gewesen. Ja, und das ist ja das Geile. Vor kurzem habe ich irgendwo ein Arnold Schwarzenegger-Video gesehen und dann haben die Amerikaner alle runtergeschrieben, oh, it's a good German from Austria. Ja, und dann habe ich mal untergeschrieben, das ist gar kein Deutscher, ihr Pfeifen, das ist einer aus Österreich. Natürlich im besten Schulenglisch. Und dann, Österreich ist doch Deutschland. Ja. Das denken die Leute wirklich. Das verstehe ich aber auch. Also ich meine... es hat schon einen Grund, warum die da alle unsere Sprache sprechen. Ja, eine eigene konnten sie sich nicht leisten. Die haben ja nur Berge.
Ja, aber dafür musst du immer beim Navi A und CH mitbestellen, ne? Obwohl sie unsere Sprache haben, ist doch bescheuert. Eben. Immer musst du Dach bestellen. Dach, ja, mir würde Dach. Oder obwohl da brauche ich auch nicht. Mir würde Dach. D schon reichen. Mir reicht auch ein D. Du musst einfach nur die Grenzen ein Stückchen verrücken. Ich habe vor einiger Zeit, ich glaube das war bei ZDF Kultur, eine alte Sendung von 76 oder 73 gesehen, wo Günther Jauch als Showpraktikant, ähnlich wie Elton, durch Schloss Neuschwanstein gelaufen ist und musste dort irgendwas lösen. Und wurde von irgendwelchen Typis dort durchgeschickt und er musste da halt was finden, irgendeinen Schatz, keine Ahnung. Und im Hintergrund war die Deutschlandkarte und die war vielleicht klein, 1976. Ja? Aber sah gut aus. Oh, jetzt sehe ich schon die ganzen D-Abos aus Dresden. Naja. Ja, und die aus Österreich und aus der Schweiz. Wir begrüßen nachher unsere Schweizer Freunde. Möchtest du an meinem Schokoladenriegel lecken? Wir könnten von auch ein lecker Chris von dir rausschütteln. Da fällt er, ja. Da fällt er, der Tatsu. Hallo Tatsu. Ja, das ist unser Running Gag. Wenn wir zusammen ein Video machen, dann muss der Tatsu immer dran glauben jetzt. Absolut. Hier, hat er davon. Wann macht der Tatsu eigentlich Sextalk? Hat er das schon? Nee, ne? Nee, das wollte der doch schon seit ewig und drei Tagen machen. Ich glaube, hier müssen wir rein. Ich hab, ja, okay. Jumai, du hast eine Tür gefunden. Ja, ich habe das Loch auch nur gefunden, weil Mehl vor der Tür lag. Kiloweise sogar. So, da wollen wir mal hier weiter, hier spackelos. Ja, also wie gesagt, für alle, die es nicht kannten, Serious Sam, man gebe euch 2 Milliarden Schuss und das war es eigentlich. Und genauso viele Gegner. Ja, also es ist im Grunde Quake Arena oder Quake 3 Arena ohne Arena. Ja, also nur töten, ab und zu ein cooler Spruch vom Sam. Ja, aber bis jetzt hat er keinen gesagt. Also ja, bei First and Second Account, da sagt er auch gar nicht so viel, muss ich sagen. Das fängt erst bei Teil 2 richtig an. Oh, wo ich mich ja auch drauf freue. Ne, also wenn ich das hier spiele, dann denke ich auch immer zwangsläufig, obwohl es doch ein anderer Shooter ist, an Duke Nukem, ne? Einfach so wegen krasser Spielfigur, weißt du? Ja. Immer cooler Spruch auf Lager und so. Duke Nukem wollen sie doch nochmal neu aufleben lassen und Forever einfach so abhaken. Haben sie jetzt? Ja, die arbeiten noch gerade an 3D Reloaded. Oh, das wäre so geil, oder? Ja, 3D Reloaded ist bald fertig. Die haben ja sogar die Unterstützung von Gearbox bekommen. Hä? Gearbox macht das doch. Nein, Gearbox natürlich unterstützt die nur. Das ist ein eigenes Team, die das Duke Nukem 3D Reloaded machen. Aber Gearbox macht dann einen eigenen Titel, einen eigenen. Ach so, aber Gearbox hatte doch auch den Forever-Teil aufgekauft, ne? Also die Rechte. Genau, die haben das nur zusammengeschustert und wollen jetzt ein eigenes von Grund auf neu machen. Was, ich habe geheime Jodler gefunden? Geheimen Jodler gefunden? Wo sind denn die Österreicher? Ja! Oder sind eher die Schweizer, die jodeln? Jetzt tue ich denen sicher Unrecht. Irgendeiner von diesen neutralen Völkchen, Alter. Von den Unparteiischen. Okay, Tür geht noch nicht auf. Okay. Wir müssen irgendwie so komischen Angst finden oder sowas. Ah, okay. Ja, es gibt auch Rätsel hier. Alte Scheiße, halt dich fest. Ja, wobei ich sagen muss, du hast geheime Energie gefunden. Oh, guck mal, da spielt einer mit. Hallo EasyK 319. Hier kriegt sie Nessen. Sag mal, hast du kein Geld für einen richtigen Shooter oder warum bist du hier? Kann ja wohl nicht wahr sein. Du bist live on air auf Zombie Gulasch LM. Und auf Vendettas Homebase. Ja, aber das ist eindeutig der Kanal mit weniger Niveau. Vendettas also, Homebase? Ja, wenn ihr was sehen wollt, dann müsst ihr jetzt zu Zombie Gulasch LM. Ist ja wohl klar. Das bin ich. Das musst du einfach so stehen lassen. Genau. Und jetzt schön in die Webcam lachen. Genau. Hab ich schon. Irgendwie bin ich nicht. Also ich habe eben irgendeinen Schalter umgelegt. Ich habe eben einen Schalter umgelegt. Vielleicht müsste ich den hier auch noch umlegen. Hier waren gar keine Angst, hier waren Schalter.
Ja, wie gesagt, ich hatte mir die Serious Sam HD, das Goldpaket hatte ich mir geholt. Das heißt, ich hatte direkt Teil 1 und 2. Ah, auch gut. Ich habe mir, als der erste hier rauskam in HD, da habe ich den, ich glaube sogar, so peinlich das jetzt auch ist, bei Expert gekauft. Oh, here we go! Ich kann noch nicht runter. Warum kann ich nicht runter? Ah, hast du gesehen, was der für ein Model hat, der andere? Geheimes Loch entdeckt. Das finde ich viel größer. Geheimes Loch entdeckt. Ja, ist das eine Schwatte? So wie Goldie oder sowas? Hier, ja, aber guck dir den nochmal an. Guck dir den mal an. Ja, hier wie bei Goldständer. Aus den Powers. Ja, Goldständer. Was soll denn der Scheiß? Da müsste ich mich ja bücken, ne? Das mache ich. Ach, ich schon. Aha, so ist er ja, unser Herr Vendetta. Ja, so. Jahrelang gebückt für nichts und wieder nichts. Ja, jahrelang gebückt und trotzdem nicht berühmt, gell? Ja, so sieht's aus. Und dann habe ich gedacht, verlasse ich mal die katholische Kirche. Wie war es mit den gottgeweihten Kerzen über unfruchtbarem Land, ja? Ah, großartig. Das Schlimmste ist, ich mache sehr, sehr oft böse Witze über die katholische Kirche. Obwohl ja nur 20 Meter von mir entfernt die katholische Kirche steht und ich in einem katholischen Kloster lebe. Ich bin neben der Kirche aufgewachsen. Nee, ich habe 4 Meter von der Kirchenmauer 24 Jahre lang gewohnt. Okay. Geil, ne? Ja, absolut. Oh, ich muss die Wand analysieren. Ja, hier unten sind so fette Viecher. Muss man Sauerstoff eigentlich holen, oder? Ja, ab und zu geht er leer, ja. ich sehe den gar nicht. Der kommt irgendwann. Der Sauerstoff kommt? Also der geht. Also die Anzeige kommt. Hier habe ich einen Knopf gefunden. Ist das? Und hab die Tür geöffnet. Irre, welche? Bei der ich eben war. Wärst du mal mitgegangen, hättest du es gewusst. War das da oben? Nein, das war unter Wasser. Unter dem Meer. Ah, ne, toter Fisch. Toter Fisch. Spiel toter Fisch. Brav. Ja, aber wie gesagt, das First Encounter HD, das hat ja auch nur ungefähr 3 bis 4 Stunden Spielzeit. Von daher kannst du gerne mit mir zu Ende spielen, falls wir die Zeit finden. Natürlich. Solange ich meinen Job an den Nagel hänge. Ist eh nur ein Nebenprojekt. Das heißt, ich mache da ja nicht täglich Arbeit, Videos. Ja. Ja, genau, die Arbeit ist Nebenprojekt. Ja. Also wir sind ja YouTuber durch und durch und verdienen damit unser Geld und wir sind auch bald YouTube-Partner und dann machen wir Werbung für Bubble TV, alle anderen auch. Und ja, ich habe jetzt erstmal geguckt, wie viel Geld ich so mit Werbung verdient habe bis jetzt. Ist ein 71 Cent, also ich mache echt voll den Reibach. Alter, ist das heftig. Das alles in den letzten 2 Tagen. Das ist wirklich mal verrückt, das ist echt. Junge und andere Bandenfragen Hartz IV, ist doch Blödsinn. Mach's einfach mehr Videos, du musst nur erstmal den PC klauen. Na, ich hab mein anderer Kanal, da kann ich ja monetarisieren, bei dem hier geht's ja nicht. Du möchtest jetzt wirklich in einem YouTube-Video über Monetisierung sprechen? Ich glaube, das ist verboten gegen die Richtlinien. Nö, meine Videos hier sind ja nicht monetarisiert, also kann ich dazu ja nichts sagen. Meine schon, ich geb's zu, ich will nur euer Geld. Wir wollen nur euer Bestes. Euer Geld. Seele, und von Geld. Mir tretet den Scientologen frei, das ist mir auch Latte. Freundin, aber das kommt aufs Aussehen an. Was willst du? Eine Freundin? Oh. Na, warum bist du da unten rein und ich muss jetzt gegen einen dicken Tatsu kämpfen? Ein dicken Tatsu, ja. Das ist mir vor der Nase zugegangen. Scheiß Piranhas. Unter dem Meer. Warte auf mich, Ariel, warte. Ich hab deinen Dingelhopper gefunden. Ein was? Dingelhopper? Ja, du musst dich schon mit Ariel auskennen, was ein Dingelhopper ist. Es hört so ein bisschen bei Sebastian und Fabian. Oder heißt, Fabius. Ja, irgendwie sowas. Fabian wäre ja lustig. Hey, ich weiß nicht, wo es rausgeht und ich habe keine Luft mehr. Kriegt man hier oben Luft? Ja, gut. Ich glaube, dass wenn ich dann irgendwann ein Kind habe, was Super RTL oder etc. guckt,
Dann gibt es sicher Walt Disney Sendungen mit Chantal und Shania und Shakira und ich und Justin Video. Und Dustin und Dustin Kevin. Und dann kommen diese ganzen englischen Modenamen. So, dann heißt er halt Brad, der andere Pitt. Brad, der andere Pitt. Der eine heißt Voll, der andere Depp. Ey, was hat denn der sich für ein Model ausgesucht? Wir sind wenigstens hier coole Sams beide. Ich habe gar nichts ausgesucht, ich habe einfach auf Play gedrückt. Ich auch. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich muss erstmal das Wörterbuch rausholen, wenn ich durchs Menü gehen will, ja? Hast du auch auf Türkisch, ja? Über 5 Millionen Menschen in Deutschland können weder richtig lesen noch schreiben, ja? Das ist nicht witzig. Türkisch oder was? Merhaba, Adem Paco, Senin Adine? Baba. Wo wir gerade bei Türkisch waren, ne? Ja. Ich könnte natürlich auch sagen, Merhaba Adem Sikte Senin Adine. Das solltest du mal zu einem Türken sagen. Also Sikte ist irgendwas mit Fick dich oder Mutterficker oder irgendwie sowas, ne? Ja, aber das muss man zum Türken sagen und dann will ich die Reaktion im Nachhinein von dir wissen, wenn du aus dem Krankenhaus kommst. Und da habe ich eine sehr schöne Geschichte. Als 1996 der erste Döner hier in unserem kleinen Kaff geöffnet hatte, das weiß ich ganz genau, sagte einer meiner Freunde, ich wollte nämlich eine Ananaspizza, er sagte, bestell doch auf Türkisch, dann bist du voll cool. Und ich habe gefragt, was heißt denn das? Und er sagte, Ananas ist Sieg oder so. Ich krieg's nicht mehr richtig hin, ob das jetzt richtig ist, aber irgendwas für Fick deine Mutter. Und dann habe ich halt gesagt, einmal Ananas ist Sieg oder Ananas, ich weiß halt nicht, wie es heißt. Mhm. Ja, der hat mich gut angeguckt und das war am 6. Dezember und ich sagte, ey, warum so eine Reaktion, ist doch Nikolaus. Ey, 96, da waren die meisten von euch, die das hier gucken, noch gar nicht geboren. Da wart ihr noch Joghurt im Kühlregal, ja? was ich eben zum Beispiel gesagt habe, das war so viel wie, hallo, mein Name ist Fick dich und wie heißt du? Ui, da bin ich. Ach, da bist du. Hier, wir haben ja den einen, glaube ich, abgeschüttelt. Endlich mal hier wieder diese Zweisamkeit, weißt du, der eine hat auch nur genährt. Ja, beim Dreier ist auch anstrengend, du musst dich ja um alle auf einmal kümmern. Ja. Das ist richtig, oder du bist der Arsch in der Mitte. Ja, kennst du Team America? Absolut. Musste ich gerade irgendwie an Pussys und Arschlöcher denken. Und Harte. Sucht mal bei YouTube nach Team America, Pussys, Harte, Arschlöcher. Gebt das alles mal ein, da findet ihr schon das richtige Video. Ich habe Team America mal einen Einspieler gebracht, als ich Fahrenheit Let's Played habe. Und bei Fahrenheit gibt es eine Sexszene. Und das sah ja so realistisch aus. Und da habe ich die Sexszene aus Team America gleichzeitig ablaufen lassen. Das war echt gut. Die Sexszene ist sowieso geil, ist mit geil, den ganzen Stellungen, gell? Ich bin auch aber einer der wenigen, der den Film auch echt mag. Ich liebe Team America. So in meinem Freundeskreis, sage ich mal, ist der nicht so beliebt. Oh, ich habe nur asoziale Freunde, also bei mir ist der schon beliebt. Das ist cool, habe ich früher auch gedacht, aber irgendwann haben die gedacht, nee, man muss so, weiß ich nicht. Der Film ist vor allen Dingen auch sogar trotzdem er so abgedreht ist, eigentlich eine ernst gemeinte Gesellschaftskritik. Eben. Das verkennen die Leute, aber du solltest gerade, bei mir sollte dir ja klar sein, ich verstehe sowas. Eben nicht, und deswegen feierst du es so ab. Deswegen. Ich habe irgendwas über Amerika gesagt, Amerika ist voll toll, ich hänge mir jetzt eine Fahne auf, yeah. Sag nur, America, fuck yeah. Yeah. Oh, oder super. Wir können ihm nicht vertrauen. Ihr hättet mir sogar einen geblasen, um es zu beweisen. Junge, du bist in Ordnung. Er macht das geheime Zeichen. Es ist einfach ein super Film und falls ihr den noch nicht gesehen habt, lasst euch davon bitte nicht abschrecken, dass es mit Puppen, also dass der ganze Film Augsburger Puppenkiste ist. Ah, der ist Weltklasse, also der Humor. Ich sag nur, wir müssen die Umwelt schonen. Wir müssen mehr Hybridautos bauen. Mit Damon. Mit Damon. Oh, das ist so gut. Schaut ihn euch mal an. Und dann sagt uns mal ganz ehrlich, oder falls ihr ihn kennt, könntet ihr aber mal in die Kommentare schreiben, habt ihr die Gesellschaftskritik erkannt und wie findet ihr den Film? Na,
Ich glaube, also jetzt mal ohne... Also eigentlich, es ist ja meines Wissens vom South Park-Macher, ja? Und der, wer South Park die Kritik versteht, der versteht es eigentlich auch bei Team America. Eben, das wollte ich gerade sagen und weil es eigentlich ist es ja Holzhammer-Methode, was der macht. Das wollte ich sagen, genau. Es ist, wer da diese Gesellschaftskritik nicht erkennt, also bitte Leute, dann seid ihr entweder blind oder ich weiß es nicht. Einfach nicht empfänglich für sowas. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dagegen ist ja die Kritik, die ich bei meinem anderen Kanal anbringe, schon fast filigran. Oh, ist das ein kleiner eine kleine Werbeeinblendung. Welcher andere Kanal, Zombie? Ich? Keine Ahnung. Das ist so ein netter Blog. Vielleicht habe ich den ja verlinkt bei mir auf der Kanalseite. Ein netter Blog? Oh, erzähl mir mehr davon. Worum geht's im netter Blog? Das mögen alle Leute selber rausfinden. Ich glaube, zwei haben es heute getan und mich direkt deabonniert, weil ich habe zwei Abos verloren heute. Das ist bei 5 Abonnenten wirklich tragisch. Ja, es ist beinahe 50%. Das ist der Wahnsinn. Das ist sogar... knapp über 39,9%. Oh, jetzt hätte ich gerade was richtig Böses gesagt, aber ich habe mich nochmal zurückgehalten. Also, Ich wollte gerade deine Abonnenten bezeichnen. Also ich sag das jetzt in Klammern. Also ich sag es nicht wirklich, weißt du? Ich wollte okay, du hast es nicht gesagt. Wir sind ja unter uns, hört ja keiner. Ja, wir sind ja unter uns. Ich wollte gerade deine Abonnenten als Hitler bezeichnen, weil sie mehr als 50% einer Rasse, also weißt du, das lehne. Aber ich finde... oh Gott, was ist denn das hier? Du weißt doch gar nicht, was ich für eine Rasse bin. Du? Doch, Zombie. Rasse Zombie. Das heißt, meine Abonnenten, aber Abonnenten sind alle Zombies? Nee, das nicht. Aber ein bisschen inaktiv teilweise. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ohne jetzt zu schleimen, ich finde meine Abonnenten toll. Weil die wirklich, ja, also sie schreiben viel, das meiste hat zu der Set, aber das hast du dir ja so ausgesucht, ne? Ich wurde gezwungen. Da gab's so ich... die programmiert hat und er hat gesagt, wir brauchen einen richtig geilen Let's Player. Und wir brauchen jemanden, der kompetent ist und ernst. Ja, ich habe seine Nachrichten dann im Nachhinein auch gesehen, nur zu der Zeit war halt mein Handy gerade kaputt. Hast du Glück gehabt. Ja, ja. Aber, weißt du, eine Sache war ja, ich soll so ein bisschen diese Quote, weißt du, auch die Frauen ranziehen. Also da geht's auch um Aussehen und, naja, entscheidet selber. Ihr habt jetzt gerade die Pressecam. Also, ich würde mich nicht als extrem hässlichen Mann bezeichnen, aber als hübsche Frau gehe ich auch nicht durch. Zumindest nicht mit meinem, naja, 3-Tage-Bart, könnte man sagen. Oh, ich habe ja heute keine Kamera an und das wäre auch sehr schockierend für die Zuschauer. Weil ich so, siehst du aus wie der Morgenstein von Epic Mealtime. Wie der? Kids Epic Mealtime? Nein. Der Morgenstein... das ist der, der das Ganze moderiert. Der hat inzwischen voll den Vollbart. Epic Mealtime ist eine Kochsendung auf YouTube. Ja. Und die machen so Sachen wie, Fastfood-Lasagnen, wo 45 Burger drin sind, über 1 Liter Big Mac-Soße und die 70.000 Kalorien haben und die essen sie dann. Ist das geil. Guck dir das mal an. Oder zusammengebaut zum Beispiel das Weihnachtsmannhaus, das hieß dann House of Slaughter. Ach doch, das habe ich gesehen. Die haben das Haus aus Fleisch gebaut, genau, und haben es dann mit geschmolzenem Käse gefüllt. Mit rohen, also erst war alles roh und dann kam es in den Ofen oder irgendwie sowas, ne? Ja, und mit tonnenweise Bacon und so ein Kram. Ja, das habe ich gesehen. Ah, die sind voll geil, die haben voll viel geiles Zeug gemacht schon. Jedenfalls, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, ich bin komplett rasiert und sehe aus wie 16. Maximal 16. Also ja, das sollst du aber auch nicht nackt vor der Kamera sitzen, ne? Nee, da sehe ich aus wie 12. Ja, er hat 3 Haare auf der Brust, er ist ein Bär. Ja. Oh nein. Also 5 sind es locker. Oh, 5 Gott. Locker. 5 und eine Locke. Locken sind keine Haare. Alle lockigen Leute jetzt weghören. Ich habe das goldene Brusthaar von Andrea Berg. Das habe ich gekauft bei eBay, war richtig teuer. Ja, du hast das goldene Vlies. Ja, ich glaube, das hat sie vom Schaf geklaut oder sowas. Das goldene Brusthaar von dem Schaf. So mit Gewalt, so. Und bei der Aktion hat sie gleich wieder genug Input gehabt für 4 neue Songs.
Einfach ein paar 0815 Beats drunter und schon haben wir Schlager. Klingt ungefähr so, als wenn man Schafen die Haare ausreißt. Oh, ey, ich lasse mich 10 Minuten mit Andrea Berg in einem Raum alleine und dann haben wir genug Schlager. Dann haben wir viele, viele hässliche Kinder, lieber Zuschauer. Oh, wahrscheinlich. Ich kenne wirklich jemanden, der mit seiner Frau auf ein Andrea Berg-Konzert gegangen ist, aus dem Grund, weil er die Alte geil findet. Das weiß ich auch nicht. Hallo Rolf! You just got owned! Was hab ich was? Aber ich der Rolf. Das ist auch schon 7 Jahre her. Ich glaube, da hatte sie noch nicht so viele Falten und sah echt ein bisschen besser aus. Ich muss ja auch ehrlich gestehen, hier die Helene Fischer finde ich ganz attraktiv, falls du die kennst. Ja, das sind alles Sachen, die einem ab und zu mal grenzdebil entgegenlächeln, wenn man im Supermarkt nach einer brauchbaren Zeitschrift sucht, weil man nicht zum Kiosk rennen will. Ja, und was liest du dann? Die Bunte oder was? Oder Gala! Ja, natürlich. Ja, sowas kommt mir immer nur beim Zahnarzt irgendwie in die Tüte, weil die Autobild meistens schon vergriffen ist. Ja, dann liest man diese ganzen geilen Frauenzeitschriften, ne? Ja, richtig. Also das sind auch... Warum liegen beim Zahnarzt zum Beispiel keine Maxim? Liebe Zuschauer, warum liegen da keine Maxim? Sagt uns das mal. Oder FHM oder sowas vielleicht. Bei dem letzten Zahnarzt, wo ich war, musste ich in Vertretung hin und das ist eigentlich so ein Privatzahnarzt, ne? So richtig schön, nobel. Der hatte Golfzeitungen, da hat die Zeitung 12,99 € gekostet. Die lag da. Golf! Golf, das Spiel. Scheiß Bonze. Alter, frag Nina Sonnenschein. Der hatte eine Zeitung, die hieß Beef. Da ging es nur um die Zubereitung von Fleisch. Okay, die ist geil. Ja, super. Da fand ich ganz klasse, da hat letztens die Cold Mirror, da kann man ja keine Werbung machen, die kennen alle Leute sowieso. Ja, ich denke auch, die hat ja auch eine Sendung bei 1 Plus oder so. Bei 1 Festival hat die eine Sendung. Oder so. Und da hat sie auch eine Werbung gemacht für irgendwie Fleischgemüse oder sowas. Falls sie ihre Ernährung umstellen wollen, aber nicht auf Fleisch verzichten wollen. Fleischgemüse, was ist denn Fleischgemüse? Ja, dann sind da lauter Sachen, die Fleisch, was hergerichtet ist, wie Tomaten etc. etc. Am Ende hat sie noch eine Banane, wo diese aufmacht, wo ein Würstchen drin ist und so. Fand ich klasse, das will ich auch haben. Geht das in die Richtung Schwanzfleisch-Sandwich? Schwanzfleisch-Sandwich? Jetzt sag nicht, so, das kennst du nicht. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an das Lied Bonbon aus Wurst von Helge Schneider. Nein, es ist Harold and Kumar, Flucht aus Guantanamo Bay. Ah, den habe ich nicht geguckt. Oh, warum das denn nicht? Nicht dein Humor? Hat sich nie ergeben. Hast du aber was verpasst. Also ich glaube, das wäre dein Humor. Ich glaube. Bin ich so leicht zu dir schauen. Ja, ich glaube, über Kiffer kann jeder lachen. Oh, das war's oder was? Also meine Lieblingskiffer sind ja sowieso Jay und Silent Bob. Oh, fuck. Ich glaube, das wird ja sogar angepasst, je nachdem, wie viele Leute mitspielen. Ja, ich glaube, dann gibt's einfach mehr Monster. Bei Serious M 3 habe ich mal wirklich 16 Spieler im Multiplayer gehabt. Was meinst du, was da abging? Aber wahrscheinlich, als das Spiel neu war, ne? Ja, aber da werden wahrscheinlich jetzt auch immer noch mehr sein als in HD Part 1. Ja, das und noch eine neue Munitionskiste. Und ein... Ah, die mag ich überhaupt nicht, dieses Knieskelette hasse ich. Nee, die finde ich auch doof, weil du weißt immer nicht, ob die tot sind. Also die könnten schon umfallen, aber erst wenn sie so richtig zerplatzt sind. Ne, dann ist, und die springen. Dann ist Schicht, ja. So, das war ja simpel. Ja, gell, wir mussten gar nicht nachdenken auf uns Weise im Spiel. Das nur hier wegen Schokomama. Ja. Hey, hört Mama. Oh, hier mit dem Messer. Das finde ich ja auch gut. Er traut sich was. Mit dem Messer. Ich mache Revolverheld. Vielleicht ist es ja auch geil. Dann mache ich Pumpgun. Aber weißt du was? Mach ich auch mal Messer. Ist das geil, oder? Nein, das ist voll scheiße, aber ich mache trotzdem. Dazu müssen wir sagen, wir sind so Hardcore-Pro. Wir spielen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad und... Wir sind einfach immer. Oder wie mir vor kurzem irgendjemand gesagt hat, das ist voll OP, ey. Voll OP, ey, Alter. Was er uns damit sagen wollte. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist er Fan von Emergency Room oder so. Ich weiß nicht, warum er eine OP vorschieben wollte. Das ist genau wie bei meiner Ankündigung für diese Woche auf dem Kanal und der Schockgamer schreibt, Meme.
Was schreibt der? Lame? Meme. M und Parma E und M. Und ich habe da drunter nur geschrieben, was will es uns damit sagen? Aber es kam keine Antwort mehr. Was ist ein Meme? Ein Meme? Keine Ahnung. Das hat er bei mir in die Kommentare geschrieben. Bei ich meiner Together-Ankündigung jetzt hier. Ich war ja früher Zahnarzt, ne? Und also beim Counter-Strike-Spielen hatte ich immer Dr. Med den Rasen. Fand ich total gut. Der ist so flach, dass er schon wieder gut ist. War aber gut, das war mein Nickname eine Zeit lang, einfach so zum Spaß. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal nicht Zombie-Gulasch hieß. Also das ist schon mindestens 1 Milliarde Jahre her. Ach doch, manchmal sowas wie Omas letzte Regel, Opas letzter Schuss oder sowas als Name. Das kommt immer ganz gut. Was auch schön ist, ist Putze hier. Ey, die haben uns Waffen weggenommen, oder? Ja. Schwul. Die haben gemerkt, wir sind zu geil. Imba. Wir sind Imba. Wir brauchen weniger Waffen. Oh, Imba ist auch so ein OP-Wort, ne? Ja, das ist voll OP, Imba. Alter, ist das OP, ey. Der Lunke und ich feiern OP voll ab. Wir haben das irgendwo gehört, in irgendeinem Video. Ich weiß nicht, ob es DayZ war, es könnte irgendein DayZ-Video gewesen sein. Ja, du guckst doch momentan nur noch ein Video, gibt's zu. Julians Blog, Leute, 11. September, Alter, mach ein Kreuz in deinem Kalender. meine Lieblingsstelle ist sowieso, ihr seid alle Lappen wie der Diego-San. Die habe ich nicht verstanden. Oder wie die Lappen wie die Vagina von Diego-San, sowas hängt da ja. Wer ist Diego-San? San Diego, ein Rapper, den er einmal in dieser Rap-Analyse total zerrissen hat. Und der darauf einen Diss-Rap gemacht hat, den er dann total abgefeiert hat, so scherzmäßig, ja. Und da hat er dann gemeint bei dem Diss-Rap, du bist gerade auf der Heteroskala von Homo zu metrosexuell gewechselt. Und der Diss er die ganze Zeit, das weiß ich jetzt auch nur, weil ich für das Blog-Video recherchiert habe und mir so ziemlich jedes Video, was ich gefunden habe, von ihm angeguckt habe. Oh, der hat 100 Stück? 11. September, genau sein 100. Video. Ich habe geguckt, glaube ich, 2 Tage, jeden Tag 3 Stunden Videos oder sowas. Von Julians Blog. Ja. Pick die Henne, ey, da wirst du doch total agro im Kopf, oder nicht? Ja, aber ich wollte doch ein bisschen recherchieren. Deswegen konnte ich ja auch so genau sagen, dass es eigentlich nur eine Aufzählung von dem ist, was du in den Kommentaren sowieso findest. Ja, das Krasse ist, ich unterstütze das ja voll und ganz, was er da gemacht hat, weil ich jedem ja zeige, ey, guck dir das mal an, wie krass der ist! Das kann der doch nicht sagen! Das ist also auch so... Genau das erreicht, was du auch sagst, keine Frage. Ja, das ist halt PR gewesen. Ich meine, wenn genauso wie ich es zum Tatsu gesagt habe, ich feiere den eigentlich schon wieder fast, oder ich amüsiere mich drüber, weil er so dreist ist, dass er schon wieder cool ist, ja? Scheiße, ich bin gerade aus dem Spiel geflogen. Juhu! Lost, was soll das? Der Vendetta ist weg. Nein! Aber vielleicht ist er gleich wieder da. Nein! Was soll das? Kannst ja ein Outtake davon machen. Ja, ja. Oder du zeigst den Leuten im Video, wie du auf den Desktop fliegst und danach wieder reingehst. Ja, das versuche ich gerade. Du nimmst weiter mit Fraps auf und gehst dann wieder rein, ja? Ja, aber ich komme nicht auf diese... Ah, fuck. Aber ich bin gleich wieder da. Ich hab irgendwie ein Problem mit NetFramework. Ich weiß nicht, wie viele Minuten wir noch haben. Also. Ja, das kann ich dir sofort sagen. Ein paar haben wir noch. Wir haben noch 16 Minuten und ich muss wahrscheinlich ein bisschen was hinten ranhängen. Aber ich trete einfach wieder bei dir bei. Ja, du weißt ja schon, dass meine Videos sowieso überhaupt gar keine Zeitvorgaben haben. Ja, das ist auch gut so. Hey. Ja, die sind dann halt mal 4 Minuten 30 oder mal 20 Minuten. Kennst du mein Rekordvideo? So, ich Prince of Persia. Ja, genau. Das habe ich schon längst überboten. Ich sag dir nur nicht mit welchem Spiel. Ich habe es nur noch nicht fertig gerendert. Ich kann mir vorstellen, welches Spiel es sein könnte. Soll ich tippen oder darf ich es nicht verraten wegen? Tipp ruhig. Oh, der Sound ist gerade voll laut. Ich tippe darauf, dass es ein altes 3D-Ego-Shooter-Spiel ist. Ja, es ist noch nicht mal alt. Aber ein Ego-Shooter. Okay. Aber es sind ein paar Stunden mehr, als du hattest.
Mehr als 6 Stunden ja. 32? Mhm. Oh, leck mich, du weißt, dass ich solche Herausforderungen immer annehme, ne? Dann mach dich schon mal auf irgendwas Richtung 10 gefasst. Oh nein. Weil ich habe den DLC, den es dafür gibt, gleich mitgemacht. Oh, jetzt machst du mich aber fertig hier. Warte, was kann das denn sein? Ah, nee, du verrätst es ja eh nicht, selbst wenn ich richtig liege. Ich kann's auch verraten. Es schauen eh nur 3 Leute meine Videos. Und einer davon bin ich, einer bist du und Ella, wenn sie gut drauf ist. Und Ella, wenn sie gut drauf ist, ja. Und das arme Schwein, das sich auf meinen Kanal verirrt. Ich wollte da gar nicht hin. Ich dachte, hier geht's um Zombies. Ey, drücken wir erstmal auf Dislike. Such den Daumen nach oben, oder? Ey, bist eh voll scheiße. Drück mir mal auf den Shut the fuck up Button. Gronkh ist viel geiler als du. Als dich. Der Gronkh, der redet auch viel geiler als der ich. Der redet viel, viel geiler als du. Ja, da bist du ein bisschen geplatzt, mein Freund. Ja, und jetzt nehmen wir uns da vorne mal dieses krasse, hüpfende Herz, wa? Ja. Der Berliner, nee, ne? Wahr sagt er nicht. Nee, nee, wahr nee, sag nee. Ich, aber ich bin Hesse. Hä? Ah. Aber kommt ja ein Teufels... Tier an. Ich wusste gerade nicht, wie das Tier heißt. Ein Teufels... Was bist du eigentlich? Oh, du siehst ja aus wie meine Schwiegermutter. Oh, da habe ich ein rotes Tuch für dich. Hier, nimm das. Und das. Bäm. No. Wieso no? Und das Geile an Gronkh ist auch noch, er erzählt auch immer, was er macht. Oh, ich gehe jetzt nach links. Oh, ich springe und dabei schieße ich. Oh, der sagt don't kill. Was? Der sagt don't kill, der will irgendeinen Exploit ausprobieren. Okay. Ja, von mir aus. Oh, der Schleswig-LP? Ah, den kennen wir doch, der Schleswig-LP. Na, den kennen wir den. Was macht der denn hier? Na, was macht der denn hier? Der Schleswig-LP, den... Sag mal, das ist mir auf jeden Fall kein Unbekannter. Ja, sie sind live auf Sendung. Den habe ich in meiner Freundesliste bei Steve. Und wahrscheinlich hat er gesehen, dass ich hier was Beklopptes spiele. Ja, und jetzt ist er live auf Sendung. Genau wie der Kai. Der Isekai. Der Isekai. Der Isekai. Na, Isekai ist das. Der Arbeit bei Ikea. Mit Sommernacht. So, hier weiter. Ach komm, scheiß drauf. Ja, wenn der es nicht hinbekommt, dann... Ich hab jetzt auch keinen Bock hier, diese Stiere die ganze Zeit durch die Stadt zu hetzen. Ich weiß, das sollte jeder da mal gemacht haben in... Wie heißt das? Pamplona? Ne, vor Stieren weglaufen, aber jetzt reicht's hier aber auch. Ja. Eigentlich laufen die vor uns weg. Boah, hier gibt's aber Muni. Ob das ein gutes Zeichen ist, das lassen wir jetzt mal außen vor. Ich gehe nicht davon aus. Ja, wie gesagt, ich gebe dir 3 Versuche, es zu erraten, was ich gespielt habe. Und wenn du es errätst, dann sag ich es auch. Und ansonsten sag ich es nicht. Aber darf ich von dir wissen... Oh, guck mal, hier ist ein Tor aufgegangen. Ah. Oh, cool. Darf ich wissen... Oder darf ich die Jahre eingrenzen, bevor ich dann die Titel erfrage? Ja, darfst du. Okay, war es vor... 2005? Nein. Okay, vor 2010? Nein. Okay, also in den letzten 2 Jahren? Ja. Okay. In diesem Jahr? Nein. Okay. Gut, okay, warte mal, ein Ego-Shooter... Da bleiben ja nicht mehr so viele, ne? Plus DLC, also Far Cry wird's nicht sein, Far Cry 2, das ist doch, das ist glaube ich auch das, noch vor... Das ist älter, ja. Crysis 2? Nein. Okay, es ist auch ein... Crysis 2, wie willst du nach Richtung 10 Stunden kommen? Da musst du es ja 2-mal durchspielen. Ja, und bei Darkness auch. Also Darkness 2, das macht ja auch keinen Sinn. Ja, das habe ich aber auch mal angefangen gehabt, aber allerdings auf meinem Dailymotion-Kanal. Das habe ich aber irgendwie nie fertig gemacht. Ich habe es komplett... warte mal. Also Darkness 2 kann es einfach nicht sein, weil es zeitlich nicht passt. Noch 3 übrig? Oh. Ja. Okay, warte, ich krieg das hin. 10 Stunden Ego-Shooter. Also 10 mit DLC, könnte man sagen. Also ich kann dir nicht die genaue Zeit sagen, aber es dürfte schon locker das Doppelte von meinem Battlefield-Ding sein. Geht es in die Gruselecke? Das kommt drauf an, was du gruselig findest. Naja, eigentlich von den Machern als Grusel-Shooter geplant, aber wenn man sogar Koop spielt, ist es nicht gruselig? Nein. Das ist es auch nicht, ja. Du weißt, wovon ich rede.
Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. 4-3. Hä? 4-3. Ah, nee. Deswegen, okay. Okay, ein Versuch habe ich noch. Drei Versuche hatte ich ja. Analysiere! Ja, das neue Album von... von Julians Blog. Analyse. Das gibt es jetzt bei Julians Shop. 12.12. Ah, aber du kannst es schon bestellen bei Julians Shop TV. Und kriegst du auch ein T-Shirt, wenn du die große Version bestellst, wo drauf steht Shalom. Wir machen Werbung für Julian, weil sich alle drüber aufregen. Gerade aus diesem Grund. Ich sag ja nur, es ist grenzwertig. Es ist zumindest diskutierbar. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ohrwurmmäßig, das Lied. Das absolut. Muss man lassen. Das war es bei Kulzer Marsch auch. Ich habe ja unter deinem Video auch einen Link gepostet zu meinem Video von Kulzer Marsch. VS. Stimmt, da war ja was. Mach und merkst du was? Links sind bei mir zugelassen in den Kommentaren. Geil, wa? Ja, aber ich muss den, also ich habe ein Freizeichen. Der Tatsu! Er ist gewachsen. Tatsu, Junge! Mensch, er ist sauer, weil er nicht über Sex reden darf. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ist bei dir das Bild auch eingefriest? Nein. Alter, was ist denn hier los? Diese 3D-Einstellung, ich kotze ja gleich hier im Strahl. Oh, muss ich schon wieder raus? Ich raste. Oh, Arnie, wie geht's denn jetzt? Also, liebe Abonnenten von Herr Vendetta. Nee, du redest gerade nur mit deinen, weil ich habe irgendwie Pech. Ja, es läuft deine Aufnahme nicht mehr. Ja, spielen. Nee, irgendwie nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe irgendwelche Probleme mit NetFramework. Obwohl ich nicht weiß, was das hiermit soll. So, ich nehme wieder auf. Jetzt kannst du mit meinen Abonnenten reden. Es tut mir leid, ich fliege andauernd aus dem Spiel, liebe Abonnenten. Ja, also es wird ein bisschen gestückelt heute bei diesen. Ich glaube, das eine Stunde mit einem auf bei SiriusXM. Das ist doch die ganze Zeit dasselbe gewesen, oder? Absolut. Jetzt hat keiner... Da war der Tatsu und da war wieder der Tatsu. Jetzt hat keiner gesehen, wie ich den Tatsu getötet habe. Aber ich habe ihn ja getötet auch. Ja. Das seht ihr dann bei mir. Oh scheiße, der Sound ist schon wieder so laut. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, wie gesagt, also wenn du es mit mir zu Ende spielen willst, dann kannst du auch gern eine zweite und eine dritte Stunde mitmachen, je nachdem, wie viel wir brauchen. Ne? Das kriegen wir sicher hin. Und bei Teil 2 könnte ich auch Unterstützung gebrauchen. Also. Und übrigens, da war ja auch noch irgendwas mit Dead Island. Oh, genau, Dead Island. Wie gesagt, jetzt frisch gekauft, habe ich auf Steam, ist fertig installiert und wartet nur darauf, von dir penetriert zu werden. Ja du, ich habe meins auch drauf. Ich bin voll fertig und bereit. Müsstest du dann auch neu anfangen oder wie? Ich würde neu anfangen, ja. Weil ich habe ja bis jetzt nur den DLC gemacht, Rider Whites. Das ist ja so ein bisschen Hintergrundstory zum Spiel. Ah, okay. Also ich hatte auf dem alten Kanal, sagen wir mal, zu 3/4 das Spiel fertig, aber das gibt's nicht mehr. Ich fange komplett von vorne an. Ja, das hatte dir ja damals einen guten Abonnentenzuwachs gebracht, ne? Oh ja. Jetzt ist es zu spät, um einen guten Abonnentenzuwachs davon zu kriegen. Also es war sozusagen mein Day-Set. Dein Day-Set? Okay. Immer die Zombie-Spieler. Ja, ist merkwürdig, ne? Ja. Die Leute wollen brutale, blutrünstige Sachen haben. Jetzt sollten wir uns Resident Evil 6 einfach besorgen, vor Release. Ja, kein Problem, da kommt man ja heutzutage ganz leicht ran, weil irgendjemand vom LKW immer was fallen lässt. Oh. Ja, zum einen das und ich glaube, also sie werden bestimmt jetzt nicht wieder zurückrudern und den Koop wieder ausbauen, den sie in Teil 5 schon hatten. Nee, das ist komplett auf Koop ausgelegt. Du spielst weil der fünfte war ja auch schon viel. Es sind drei Kampagnen, glaube ich, oder sogar vier. Und du spielst sogar Wesker's Bruder. Ja, Tatsu, jetzt mal den Namen behalten, ne? Wesker, ey, das hat er was. Der Papa spielt Minecraft. Also irgendwann muss ich diese Benachrichtigungsfenster ausschalten, wenn ich aufnehme. Also, den dürft ihr zuspammen, aber nur einen Tag, ab jetzt. Wie, der Papa spielt Minecraft? Wer hat denn bitte Minecraft in Steam? Jemand in meiner Freundesliste. Ja, Wahnsinn. Wie gesagt, den dürft ihr zuspammen, aber nur einen Tag ab Upload dieses Videos, danach nicht mehr. Den Papa? The Papa, ja. Jedenfalls, drei Kampagnen, glaube ich, jeweils immer mit zwei neuen Spielern. Also es gibt nicht nur wie in Teil 5, hier, wer waren das? Chris Redfield oder Leon Kennedy? Nee, Leon Kennedy war in Teil 4. Dann glaube ich, es war der Redfield.
Redfield und die Black Schnalle. Shania Twain oder wie sie hieß. Shania Twain. If that doesn't prison me much. Die eigentlich aus dem Country-Business kommt, ne? Ja, hört man aber. Ja. Ist ein bisschen poppiger geworden. Aber wir haben doch hier den Schalter hast du eben schon umgelegt, oder was? Ja, nee, das war die Schwatte. Die Schwatte? Also, ja. Dass der so lange durchhält. Ja, das letzte Mal, ich nehme mittags, am Wochenende mittags auf, ja, und schaffe es nicht, mal ein Online-Together hinzubekommen. Und jetzt nehme ich um solche Uhrzeiten auf, unter der Woche, und wir sind zu viert. Und du kriegst gleich zwei Let's Player noch an den Arsch. Und wer weiß... Ja, vielleicht der Schleswig-LP einfach mal so mit drin. Dem müsste ich eigentlich Bescheid sagen. Dem schreibe ich mal auf seinem YouTube-Kanal, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme, dass er live bei Vendetta Homebase und bei Zombie Colossal LM ist. Ich weiß, er hat gefragt, ob ich das jetzt Let's Play, und ich habe gesagt, das nehme ich jetzt mit Zombie auf. Ach so. Ich glaube, das war Berechnung. Hat er das vorher gefragt schon? Nee, als ich... Als du rausgeflogen bist? Nee, als ich getestet habe, ob das Spiel läuft. Ach so. Und da lief es ja auch noch ohne Probleme. Oh, was ist das hier? Der rote Skorpion. Oh! Ja. Da habe ich ja gedacht, beim Tatsu, der hätte eine Raubkopie, muss ich ja ehrlich sagen. Es gab ja bei Serious Sam 3, gab es ja von den Entwicklern... Ja, sagen wir doch schon. Was? Ich bin hier völlig falsch, ja. Gab es mal von den Entwicklern, ja? War von den Entwicklern so ein roter Skorpion eingebaut im ersten Level, der nicht tot... Den du nicht zerstören kannst, wenn du einen gecrackten hast, ne? Genau, genau. Und er hat verdammt lange gebraucht, um den roten Skorpion zu töten. Und ich dachte so, na, Tatsu... Hä? Cracky? Cracky? Und dann ist er aber tot umgefallen. Von daher... Ja, ich habe ja auch schon gedacht, was machst du da eigentlich gerade, Tatsu? Hast du gerade Schüttelkrämpfe beim Spielen, oder warum klappt das so scheiße? Er hat sich aber mit dem angestellt schon, ja? Aber danach hat er es gut hinbekommen, muss ich sagen. Oh, ich sehe es schon kommen, wir böse Nachrichten von Tatsu kriegen. Ach, wir meinen das doch nicht so. Tatsu, im Endeffekt sind wir ganz, ganz große Fans. Ich zeig dir auch mal eine Stelle, wo ich Scheiße zusammenspiele, sobald mal eine vorkommt. Ich habe 700 Videos, warte, ich such mal. Oh, tut mir leid, vielleicht nächste Woche. Ja, vielleicht hast du beim nächsten Mal mehr Glück. Nein, Quatsch, hat das nicht so gut geklappt, ne? Ich glaube, Solitär, also bei dem Gegner gerade. Together gegen meine Mutter. Ich glaube, da habe ich nicht so gut gespielt. Ja, ich glaube, das erste Mal, als ich Serious Sam 3 gespielt habe, das ist ein bisschen, ich habe es auch nicht auf Tourist gespielt, er ja auch nicht. Und da ist das auch teilweise gar nicht ohne. Das muss man eher dem Tatsu zugute halten. Ich glaube, ich bin bei dem Vieh auch gestorben. Man darf auch nicht, das unterschätzen, was Let's Playen immer bedeutet. Ah. Schleswig hat sich verlaufen. Ja, das ist der was ja. Ist mit dem Schleswig? Ja, der hat sich verlaufen, steht da unten. Habe ich euch jetzt mitgezogen zu dieser Videosequenz? Nein. Oh, Isekai 319 hat mich hinzugefügt in die Freundesliste. Mich auch. Am Arsch, mein Freund. Du bist live am Fernsehen, mein Freund. Das wird dich nur freuen, ja? Ich hatte hier jetzt gerade eine Videosequenz, aber keiner von euch ist da, aber dafür der Tatsu. Ja, aber wie gesagt, man muss ja wirklich sagen, also ich habe Serious Sam 3 auch gespielt, damit ich am Anfang auch gestorben bei dem Vieh. Ich habe auch nur auf normal gespielt. Und beim Let's Play ist es alles noch viel schwieriger, weil er möglichst cool sein muss und man viel muss erzählen muss. Cool sein. Ja, Mann. Isekai Muahaha. Wie schreibt man denn hier? Auf welcher Taste? Du kannst mich Sachen fragen. Ich schreibe doch nie mit irgendwem. Ich will mal mit... Ja, ich habe ja auch keine Freunde, deswegen schreibe ich den jetzt an. Aber welche Taste, verdammt? Verdammt. V? Nee. Ich schreibe mal Muahaha und gucke, ob irgendwas passiert. Oh, Alter! Auf H kannst du in die Third-Person-Perspektive. Wusstest du das? Oh, groovy. Das ist ja verrückt. Seid ihr auf dem TS? Oh, ich hab's gefunden! Und, wo schreibt man? Sag ich dir, sobald ich's weiß. Z! Z? Oh, amerikanische Tastatur, hä? Also eigentlich Y wahrscheinlich. Biong!
Bin ich mal richtig nett zu dem. Ich anale mal wieder die Tür. Ende. Ich hab keine Ahnung, was da stand. Ich hab geschrieben. Bitte nicht adden. Isekai. Oder heißt der Isenkai, ne, Isekai. Ja. Ich auf oder würde das verwirren? Mich nicht. Nee, das nicht. Aber warte. Das ist halt dann spontan. Aber das Video geht nicht mehr so ewig, ne? Ja, jetzt zu Ende. Aber die Stunde ist jetzt zu Ende. Das heißt, du wolltest ja eigentlich noch was dranhängen, wir, ne? Ein paar Minuten. Wir könnten nochmal 5 Minuten dranhängen, würde ich sagen. Wegen dem ja, 5 oder 10 Minuten können wir gerne noch dranhängen, bis wir vielleicht noch. Bis zum nächsten Ladebildschirm, wenn die Sequenz rum ist. Kommt oder so PS. Oh, Frage. Oh, da. Oh no! No! Isekai! Ja, jetzt hat er endlich mal jemanden, der es blickt. Und dann wollen die gehen, ne? Wie, was blicken wir denn, dass man hier Leute töten muss? Oh, immer. Nein, wir blicken, wie man Leute tötet. Ach so, wie man Leute tötet. Aber wo ist denn der Schleswig? Shit, da muss ich ja nochmal raus. Und den du musst in den Channel, in den Channel reinholen. Oh, ja. Warte, ich geh mal raus. Das ist ein Chaos-Let's Play gerade, ja? Hallo Schleswig. Hi. Oh Moinsen. Nein, das Spiel ist schon wieder abgestürzt. Ich kotze. Okay, dann warten wir jetzt auf dich. Ich schaue rein, hier fliegen Körperteile. Gefällt mir. Ich schaue rein, hier fliegen Körperteile. Ich weiß gar nicht, wo ihr seid. Ich bin ganz alleine. Ganz alleine. I'm alone. Ja, du bist jetzt live auf Sendung, ne? Yeah. Yeah. Auf 2 Kanälen gleichzeitig. Ist das gefasst? Nee, noch nicht. Jetzt also gleich nicht. Jetzt wieder. Ja. Wenn er wieder aufnimmt. Ja. Yeah. Ich weiß nicht, was das soll. Ich muss da unbedingt was machen. So, jetzt ist der Schleswig mit live auf Sendung. Jetzt nehme ich auf und ab jetzt zählen auch nochmal die 5 Minuten 59, die wir dranhängen wegen dieser ganzen Scheißabstürze. Ja, versuchen wir einfach bis zur nächsten Ladesequenz mal zu kommen oder so. Also es ist echt ein absolutes Chaos-Let's Play. Sowas hatte ich aber auch noch nicht, dass es so oft abkackt. Das sagt er nur so. Nee, das liegt nur an dir, weil du Host machst. Du bist der Horst. Komisch, dass ich nicht abstürze. Ja, aber dafür alle Leute, die mit dir spielen, also ich. Alle Leute, die anderen spielen ja nicht, die sind einfach nur Ballast. Aber wo sind sie denn? Wo geht denn hier was? Oh, da schießt irgendwas auf mich. Was sind wir für Gamer? Ich gehe nicht ins Wasser. Doch, man muss hier ins Wasser. Nee, das ist total ekelhaft. Ja, das ist so ein Sedas, also kalt. Und es macht mich sauber. Und was ist das denn? Und dann war es vorbei mit der Übeltäterei. Ich habe einen geheimen Platz gefunden. Einen geheimen Bereich. Ja, ich sehe hier im Wasser aber gar nichts. Ach doch, da. Wo voll viele Munition ist, die ich nicht brauche. Ein Riesenfisch, ja? Fischstäbchen. Fischstäbchen. Das ist nicht mehr Fischstäbchen, das ist schon Captain Iglo. Also der ganze Captain. Das ist der ganze Captain. Das ist der ganze Captain. Auch du bist ein echter Captain. Ach nee, das war ja nicht Captain Iglo. Das war. Aber das kann sie den Kindern auch mal andrehen. So ist es nicht. Ja, dann schlafen sie wenigstens. Das musst du, musst du auch irgendwann bald lernen jetzt. Und es hilft auch gegen Zahnschmerzen. Einfach Schnulli rein, ne? Das musst du jetzt dir langsam merken, solche Tipps. Ja, ich weiß. Ich bin auch dankbar für jeden Tipp. Ja, ich kenne mich da aus. Ich kenne mich da aus. Ein bisschen jahrelang Alkoholiker, ja. bisschen Schnaps ins Fläschchen oder das Kopfkissen aufs Gesicht und die Kinder schlafen gut. Nein, ich habe ja 2 Jahre mit einem Kind in einem Haushalt gewohnt, ja, aber dem dürfte ich keinen Alkohol antreten. Weißt du, das ist als Österreicher mit einem guten Keller ganz normal. Und dann hast du Natascha freigelassen. Natascha! Oh Gott, ey. Das darf ich gar nicht hochladen hier. Das sind die gar nicht gewohnt von mir. Du hast einen schlechten Einfluss auf mich. Also sonst ich bin schuld. Sonst war der Alex immer so nett. Tarnung. Ja, absolut. Absolut. Ey, und da sieht man mal wieder, es ist der Freundeskreis, mit dem ne, der einen umgibt. Eieieiei. Hey, howdy. Geht hier immer noch nicht rein. Was ist das? Ich war schon drin. Das Wasser geht's rein. Ja. Oh, ich muss hier, Noobs.
Ja, warte mal, ich bin doch Host, kann ich den nicht kicken? Isekai? Ja. Ah, ich finde das schön, wenn er uns beleidigt. Guck mal, der ist erst 19. Ich muss sagen, Hoops ist jetzt nicht so level. Beleidigung? Alter, doch, ey, aus dem Zeitalter, aus dem Zombie und ich komme, ist das eine totale Beleidigung. Ja, Mann. Früher habe ich dafür Leuten die Kniescheibe zerstochen. Ohne Scheiß, mit, ey, das ist mit einem Löffel. Das ist schlimmer als fick deine Mutter auf jeder Sprache. Auf jeder Sprache gleichzeitig. Auf jeder Sprache gleichzeitig in jedem scheiß Universum dieser Welt, Mann. Wer schießt mich? Was willst du ficken? Siehst du, was willst du ficken, Arsch? Jetzt fängt er auch schon an. Also, ich rede nicht so ordinär. Ich fick Fresse, aber... Bitch, fresse, ach, bevor ich dir meinen Schwanz in die Fresse fresse. Vorsicht, Junge! Hä? Oh, bist du ein Roboter? Was? Roboter. Roboter, der Schreckliche. Ist das der Freund von Conan? Conan, das Baba. Baba, Papa. Barbaren Dave. Nee, das ist eine Fresse hinter Zombie. Ey, wo ist jetzt die schwatte Lady? Ja, genau, wo ist denn Tuffy? Das denn? Jetzt können wir hier vorne rein, guck mal. Ja, der hat schon auf der anderen Seite aufgemacht, während wir da waren. Deswegen hat er auch gesagt, hier Noobs, weil der schon alles gemacht hatte. Analysiere. Also was heißt hier eigentlich Noobs? Ich habe das Spiel schon so oft durchgespielt. Ich habe das schon das erste Mal durchgespielt, da konnte er noch nicht mal mit Serious Sam buchstabieren. Das können die meisten heute noch nicht. Seriöse Sam. Der seriöse Sam. Der seriöse Samen. Aber ich glaube, das ist dann nur die unbefleckte Empfängnis, oder? Ah, hier, guck mal, hier ist der schon. Och, Mensch, guck dir das an. Jetzt wäre auch hier. Frösche, geil. Ja, warum hast du die Frösche? Bin ich einen Frosch zum Platzen gebracht? Ihr Mädels, sei kein Frosch, du Sapprasen, du Frecklin. Nur weil wir eine Minderheit sind, müssen wir nicht auf den Sack gehen. Warum denn eine Minderheit? Guck mal, wie viele das sind. Ja, die haben es verdient, geschlachtet zu werden. Das sind auch viele. Was? Das sind auch viele. Ja und? Ja, aber die Minderheit, ne? Aber nicht in Afrika. Also guck mal, hier Asiaten sind bei uns auch eine Minderheit. Wir haben hier eine afrikanische Minderheit. Hier steht sie. Ich glaube ja, das ist eine klamottentechnische Minderheit, aber... Ja, ich glaube, der hat einfach Minderheit an Geschmack. So, jetzt kommt hier so ein Bulle und der macht die Tür kaputt. Echt? Ja. Ist ja. Kommt bald, ja. Oh, nee, Penisköpfe. Wundert mich, warum die so leise sein. Denn echt habe ich nur meinen... Oh, laut! Ah, hast du mal Ton? Ah! Leise. Zumindest die Kopfhörer davon. So, die ich bin hier nur von Verrückten umgeben. Ist egal, wir spielen jetzt das Level noch fertig, ne? Ja, bis zum Ladebildschirm. Ich hoffe, dass der Herr Vendetta niemals meine Version des Videos sich anguckt. Weil die so flüssig läuft, oder was? Ich sag dazu nichts. Ich sag nicht warum. Du guckst die ganze Zeit ganz, ganz böse in die Webcam oder zeigst deinen Penis. Ja, dann solltest du es dir vielleicht angucken. Ah ne, den dürfen wir ja nicht töten. Wie? Okay. Weil der kommt ja hierher. Oh, ich hätte die Beine umgerufen. Nep schreibt er. Nep! 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 Ist das neue ich hasse Leute, die Napp schreiben. Nappel? Also Nappel finde ich cool. Aber mit N-4-P-P-L-E. Nappel. Nur Napp. Das ist richtig noch. Da ist die Taliban. Und man hätte uns die Zwillingstower beschützen sollen. Jetzt fängst du auch an. Ey, geh zu Julian. Echt mal. Geh zu Julian. Was? Also ihr... Ich hätte das Gebäude in die Luft gesprengt, nachdem ich die Leute rausgeschickt hätte. Einfach nur, um zu sehen, wie es brennt. Die Leute wären mir egal gewesen. Ich hätte nur das Gebäude brennen sehen wollen. Jetzt zitiere ich Alfred aus The Dark Knight, Batman. Manche Leute wollen die Welt nur brennen sehen. Ja. Genau. Ich habe nicht gesagt, dass ich das... Die Leute wären mir egal gewesen. Die hätten ruhig vorher gehen können. Ich hätte nur das Gebäude... Ich hätte gesagt, dass wir es beschützen hätten können.
Jesus. Ja, ja, aber du hast was ganz anderes gemeint. Während du Dauerfeuer schießt, sagst du, wir hätten es beschützen sollen. Ja, genau, die Leute ja auch einfach nur alle irgendwo hin. Ja, okay. Ja. Schreien dich dann an. Die rennen gerade vor anderen Monstern weg. Ah! Ja, und was machen wir? Als wir. Und hilf uns! Nein, nicht so helfen! Nein! Kennst du den Werbetrailer von, ich weiß nicht, ob es Teil 2 oder Teil 3 war, wo eine Frau erzählte, ihr Mann hat einen neuen Job und dafür wurde ihm ja nur der Kopf abgenommen und an die Hände wurden zwei Bomben gepackt. Und ich glaube, das war Teil 3. Das war, glaube ich, Teil... Ja, kann sein. Und das war so gut. Sus. Ja, sus. Sus, Alter, ne? Sus. Ja, sus. Sus! Ich hab doch gesagt, dass du... Wie heißt dieser Türke, der... Tschüss mit U. Der diese, hier immer... Ah, oh, Chantal. Und dann macht er wieder einen auf Hart-Türke. Budi Ugen. Ja, genau. Tschüss, ne? Tschüss. Ich hab die Kopien gemacht, ne? Für die Linguistikprüfung morgen, ne? Das hat 43 Cent gekostet, ne? Bob, die hat mich geedit bei MSN. Guck mal, was da oben auf dem Dach ist. Wer hat dich geedit? MSN, Bobby. Der ist ein Gorbi. Bobby, Alter, nicht Gorbi. Gorbatschow. Der ist freundlich zu dir. Das war der Typ mit dem angekackten Kopf. Das war doch der Wodka. Reden wir jetzt mal. Siehst du da sieht man einfach, was 10 Jahre Altersunterschied ausmachen. Das war doch dieser Wodka. Gorbatschow? Den gab's doch an der Tanke immer. Alter Schleswig, damit hast du gerade den Vogel abgeschossen und ich meine nicht die hier rumfliegen. Oh, wir stellen nun wieder die These auf, dass Let's Player hochgebildete Menschen sind. Hab ich nie behauptet, ich halte mich für ziemlich doof. Ach Quatsch. Doch. Selbsteinsicht ist der erste Weg zur Besserung. Aber du weißt, dass es auch einen Wodka gibt, das ist schon mal gut. Ja, das ist ja eigentlich auch das Wichtigste an der Generation Geschichte. Generation Flatrate saufen. Nee, so einer bin ich nicht. Ich bin eher so unter Kumpels trinkt und nicht. Ja, also ich gehöre eher zur Generation so Bibelstunde. Ja? Bibelstunde. Ja, das ist ein ganz braver ist das. Ja, absolut. Ja. Keuschheitsring habe ich. Ja? Dadurch steht um die Eier, ja? Ja. Voll abgeschnürt, ey. Was ist jetzt hier los? Alter, dieses verfickte Spiel! Da oben ist wieder so ein roter Knick. Ja, schön für euch, ich bin schon wieder draußen, Mann. Möchtest du es dir nochmal überlegen, ob du das Spiel fertig spielen willst? Weißt du, dafür, dass das so oft abgespielt ist, musst du jetzt 2 Stunden reinknallen. Alter, ich kotze gleich im Strahl. Was soll wir ich? Wollen doch nur bis zum nächsten Ladebildschirm kommen. Wir betreten. Ey, wir müssen echt mal rausfinden, woran das liegt bei dir, gell? Ja, Net Framework, ich sag's dir. Da will Net nicht, dass ich frameworke. Alter, schon wieder, Dio 3D ist schon wieder raus. Da ist irgendein derber Fehler im... Lustigerweise basiert ja eigentlich CSM ursprünglich auf OpenGL. Ja, und warum steht hier dann Dio 3D-Kacke? Das frage ich mich ja auch gerade. Wow, Tatsu im Dreierpack. Tatsu? Nein, ja, der... warte, ich will Tatsu aussehen. Okay, dann, oh, und seine kleinen gehörnten Wichsstiere. Was? Tatsu hat doch voll viele Haustiere. ja, die töten wir gerade alle. Tatsu, wir töten deine Haustiere. Das muss ich jetzt als Video-Antwort posten. Oh, muss ich leiser machen wieder. Oh. Weißt du, das nervt mich echt, wie ihr mich umrennen wollt. Das finde ich gar nicht, ja. Piss dich. Das ist, so packt man sie auf die Fresse. Ist immer noch so leise, ich muss noch, so laut meine ich. Weil die richtigen weiß auch nicht, ne? So, bald haben wir alle Haustiere vom Tatsu getötet. Ich bin gleich tot, nur weil ich hier die ganze Zeit rumstand und umgestellt habe hier. Das gibt's ja gar nicht, man kann echt hier sterben, hör auf. Ja, aber dann Wie bist du ja, damit kennt er sich heute schon aus mit dem Reinjoinen. Ja, kommt er einfach hier in so ein Play rein, weißt du, ohne Ankündigung. Ich hab gefragt, so keine Antwort, Ignorstellung, weißt du? Ja, wir waren nur leider mitten im Let's Play, deswegen konnten wir dich nicht blocken.
Okay, nicht nur so. So, mach ich oder euch weiter. Ihr Schwuchtel. Egal, wir hängen, glaube ich, jetzt auch so am Ende. Ganz viele Sachen anstellen. Oh! Yeah! Oh! Der Bildschirm! So. Da wollten wir hin! So. Natürlich! So. So, das war's. Das war's. So, meine lieben Freunde. Ich sag das zwar immer nur der Ella, aber bei so einem hübschen Mädchen wie dir, Paco, muss ich das auch sagen. Es war mir ein inneres Blumenpflücken, mit dir heute gespielt zu haben. Ja, und genau an dieser Stelle solltest du dir meine Facecam jetzt angucken. Kannst du dir bitte irgendwas Weißes gerade mal ins Gesicht schmieren? Warum? Schließlich. Ja, so Leute, das war's dann auch wieder für heute. Was für Kindheitserinnerungen? Was hast du mit deinem Onkel getrieben? Kindheitserinnerungen! In der Nacht zu meinem dritten Geburtstag wurde ich zum Mann! Ich hatte niemals mehr so viel Sex wie damals im Zeltlager, als wir dachten, Eis essen wäre Sex. Ja, hier klau nicht von hier Kindsköpfe, mein Freund. Hä? Das ist von Kindsköpfe. Das, was ich gesagt habe aus Nackte Kanone 2. Laber nicht. Dann hat Kindsköpfe vielleicht aus Nackte Kanone geklaut. Dann würde ich mit wohl dem eher Eis, sagen. Mit dem Eis und Sex? Ja. Ernsthaft? Ja. Er sagte, ich hatte nie mehr so viel Sex wie damals im Ferienlager. Als Aufseher oder Betreuer. Und dann gucken ihn alle so an. Also damals, als ich dachte, Eis essen wäre Sex. Irgendwie so. Aber wisst ihr, was mein absoluter Favorite ist? Das will ich noch unbedingt in diesem Let's Play haben. Okay. Wo dieses Auto in Teil 1, glaube ich, da so die ganze Zeit durch die Gegend fährt. Also er stellt es ab, es fährt so los und reißt dann die ganzen Leute runter. Und dann nehmen sie hier von allen bitte die Zeugenaussagen auf. Hat hier irgendjemand was gesehen? Und dann kommt von ganz hinten, ja, ich. Ja, wie heißen Sie denn? Und dann kommt so ein Schwatter, Whitey Weissmann. Das ist so geil. Whitey Weissmann. Oh, finde ich großartig. Leute, meine Spielpartner machen mich fertig. Ja, mich macht das Spiel fertig, weil es nicht läuft. Das kriegen wir hin. Hör, vielleicht machst du ja beim nächsten Mal nochmal mit. In diesem Sinne, Whitey Weissmann, sage ich, ciao, ciao und bis denne. Geht mir genauso. Und tschüss.